Grüßt euch, Freunde, und willkommen zu einem Infovideo. Dieses Infovideo ist amazing, Freunde. Das ist richtig krass. Das ist eine Idee, die einfach so plötzlich, ja, da war und ich dachte, fuck, das muss ich machen. Das muss ich machen, das ist eine krasse Idee und ich werde sie durchziehen, Freunde. Das wird die harteste Challenge auf diesem ganzen Planeten sein, Freunde. Auf jeden Fall wird das ein krasser Shit sein. Und ihr seid gefragt, ob ihr diese Challenge annehmen möchtet oder nicht. Denn diese Challenge heißt Shiny Nuzlocke Challenge auf der Soul Silver Edition, auf der vierten Gen sozusagen. Man spielt halt die zweite Gen als Remake. Es ist aber die vierte Gen, weil man auch die vierte Gen Pokis drin hat. Soul Silver, eine grandiose Edition, nur kurz dazu. Es ist eine Edition, die man kaum mit anderen Editionen vergleichen kann. Es fängt schon mit dem Shiny Hunting an. In Starter-Pokis kann man schon vorher sehen bei der Auswahl und nicht erst im Kampf. Es läuft dir hinterher ein Poki und so ein Kram. Es sind so viele Sachen, die wir in der Soul Silver Edition erwarten werden. Für die Leute, die sich die Edition nie geholt haben oder die gar nicht kennen. Und dazu will ich nicht nur eine Shiny Story Challenge machen. Nein, Freunde, ich hau einmal auf den Putz hier. Und zwar haut der Sakati in der Shiny Nuzlocke Challenge raus. Fertig, Freunde. Fertig. Das ist die Challenge, die ich durchziehen möchte. Die Frage ist, ob ihr die Challenge auch annehmen möchtet. Denn ich werde das Ganze nicht alleine spielen, Freunde. Ich werde natürlich meine Shiny Nuzlocke Challenge spielen. Aber ihr seid gefragt. Denn ich trete gegen euch an. Und zwar gegen alle Freunde, wenn dann 200 Leute in der Live-Show sind, dann trete ich gegen 200 Leute an. Und zwar, was redet der Sakadi da? Ganz einfach, Freunde, Community Plays Pokémon. Ihr werdet mit mir spielen, beziehungsweise gegen mich spielen. Das Ganze läuft parallel zu meiner Challenge. Und ja, ihr müsst halt sozusagen die Edition auch durchspielen. Wie ihr sie durchspielt, ist mir Jacke wie Hose. Mit Shinies, ohne Shinies. Das könnt ihr selber untereinander, sag ich mal, klären. Aber es wird halt wahrscheinlich ohne Shinies sein. Außer at random oder das gute alte Garados. Ne? Das heißt, ganz einfach, ich ziehe meine Shiny Nuzlocke Challenge durch. Das heißt, ich fange meine Shinies laufe der Laufbahn oder Storybahn ein, also ich fange sie mir, um später in der, in der Pokémon-Liga mit meinen 6 selbstgefangenen Shinies, Ausnahme Garados in Shiny, durchrushen kann. Ne? Und das Ganze natürlich in einer Nuzlocke-Challenge, sodass es nochmal schwieriger wird. Nuzlocke heißt, wenn das Pokémon kurz die richtigen Regeln etc., das Regelwerk kommt dann im zweiten Video. Ich will auf das Regelwerk jetzt nicht, krass eingehen, weil es kann sein, dass ich da noch was ändere und bevor ich das jetzt hier verrate, mache ich das im zweiten Video, wenn ich sehe, dass die Idee gut rüberkommt und dass die Leute Bock haben. Ne? Aber Fakt ist, Nuzlocke heißt, man spielt das komplette Spiel so durch, dass man halt nicht mit krepierten Pokis wieder die Pokis dürfen halt nicht krepieren. Ne? Die können natürlich krepieren, aber dann darfst du sie nicht mehr benutzen. Und wenn du keine Pokis mehr hast, hast du das Spiel natürlich auch verloren, Freunde. Ne? Wie man eine Nuzlocke-Challenge macht, da gibt es mehrere Arten. Ich mache auf meine Art das Ganze. Das werde ich noch mit extra Regeln versehen, sodass das auch kompakt ist, dass jeder das auch nachmachen kann natürlich. Denn jeder kann die Shiny Nuzlocke-Challenge auf der Soul Silver nachmachen oder natürlich auf einer anderen Edition. Aber es wäre cool, wenn man parallel mit der Edition spielt. Oder ihr macht einfach beim Community Plays Pokémon mit. Denn da kann jeder mitmachen. Ne? Zurzeit läuft sozusagen die Beta auf meinem Kanal, sodass ihr auf meinem Twitch-Kanal schon mal Community Plays Pokémon spielen könnt. Ne? Um einfach mal ein bisschen das Ganze kennenzulernen, wie das Ganze funktioniert, ob das eigentlich für jemanden ist oder auch nicht. Und wie läuft das ab? Ich werde dann halt, sag ich mal, das Spiel spielen. Wir fangen mit dem ersten Pokémon an, ne? Mit dem Starter. Wir werden es soft resetten, sodass irgendwann mal ein Shiny kommt. Und solange könnt ihr auch parallel zu mir natürlich auch spielen. Es ist halt für euch schwierig, denn alle schreiben irgendwelche Befehle. Ihr müsst euch irgendwie zurecht schnüren, das Ganze, ne? Wenn einer nach links läuft, der andere nach rechts, der andere nach oben, dann müsst ihr klarkommen, denn es ist halt ein Battle Streamer versus Community, Freunde. So einfach ist das. Dann müsst ihr halt, das ist eure, sag ich mal, Schwierigkeitsgrad, dass ihr halt mit der ganzen Community richtig, sag ich mal, eine Struktur bildet im ganzen Chaos und dass ihr halt
zusammen, sag ich mal, das ganze Spiel durchspielt. Und mein Problem ist halt einfach die Shiny. Also ich muss die Shinies natürlich fangen, erstens. Und zweitens das Ganze in der Nuzlocke-Challenge verpacken, sodass die Shinies, die ich gefangen habe, falls sie sterben, darf ich sie halt nicht mehr benutzen. Das heißt, in theoretisch neue Shinies fangen oder auch gar keine mehr, weil ich keine mehr habe zum Hunten oder sonst was, ne? Also zu der Nuzlocke selber kommen extra Regeln, die will ich mich jetzt gar nicht festhalten, Freunde. Weil Regelwerk kommt noch, für euch gibt es kein großes Regelwerk. Das heißt, entweder falls ihr parallel mit mir die Soul Silver Nuzlocke Shiny Challenge durchführt, dann kriegt ihr halt das Regelwerk, was ich beim zweiten Video dann poste. Sonst könnt ihr halt natürlich Community Plays Pokémon spielen. Das heißt, bei der Live-Show mit dabei sieht man euch auch im Stream. Wie ihr ja die Zahlen eingibt oder die Kombinationen oder sonst was, sieht man das selber im Stream. Jede Episode, was natürlich Früchte trägt, das spricht Arena-Kämpfe, Shinies gefunden, man kommt mit der Story weiter, wird auf YouTube später hochgeladen. Ne, ich klatsche mit den Händen die ganze Zeit, keine Ahnung warum. Ja, das heißt, auf YouTube sieht man das Ganze und es ist ein gemeinsames Spiel spielt jeder. Ne? Jeder hat die Möglichkeit zu spielen. Auch derjenige, der nicht Soul Silver hat, kann er das über Stream spielen. Ne? Wie gesagt, die Demo kann man schon mal jetzt spielen. Und zwar Blattgrün auf meinem Stream. Und zwar immer beim AFK-Stream kann man das spielen. Und die richtige Challenge würde dann gehen, wenn ich sehe, dass das natürlich auch klappt. Die Entwicklung zu der ganzen Community Plays Pokémon ist auch noch nicht zu 100% fertig. Nur so by the way. Aber wenn ich da mal, sag ich mal, ein paar Wochen oder, ja, sag ich mal, ein paar Tage mich hinsetze und es durchkaue das Ganze, wird das auch natürlich funktionieren. Es ist noch in den Kinderschuhen, das Ganze. Das heißt, es kann natürlich noch Fehler passieren, etc. drum und dran. Aber das ist auch nicht schlimm. Es ist eine Challenge, Freunde. Sowas gab es noch nie. Eine Shiny Nuzlocke Challenge gab es auch erstmal noch nicht. Davon rede ich schon die ganze Zeit. Ja, weniger reden, mehr machen, würde ich mal sagen. Deswegen haue ich die Shiny Nuzlocke Challenge. Aber das reicht mir noch immer noch nicht aus, Freunde. Denn ich setze noch einen drauf. Und zwar möchte ich ein Wurzelt, Freunde. Das heißt, ich gegen euch. Und zwar alle. Ne? Ihr müsst zusammen aus dem Chaos eine Struktur bilden. Ich muss aus Shinies eine, ja, auch eine Struktur bilden, dass sie nicht krepieren oder sonst was. Das ist die Challenge, das ist die Mission, Freunde. Wer ist dabei? Bitte jetzt unterm Kommentar bzw. unterm Video schreiben, Freunde. Und ich finde das grandios, sowas gab es noch nie. Und wir müssen eskalieren. Spätestens Oktober würde ich die Challenge, sage ich mal, starten. Also 1. Oktober, denke ich mal, so 1., 2. drin. Weiß ich noch nicht. Im zweiten Video gibt es da mehr Informationen von der Struktur bzw. von den Regeln und wann das anfängt und ob das gut ankommt. Ja, mir ist es wichtig, dass viele Leute sagen, ja oder nein, das ist, ne, immerhin geht es darum, dass jeder Spaß dabei hat. Also eine Shiny Nuzlocke Challenge allein zu machen, ist kein Problem. Aber hier geht es ja um auch ein kleines Battle. Ne? Das heißt, es wäre cool, wenn auch viele mitmachen, Freunde. Ne? Ja, des Weiteren wird dann halt auch das Ranking-System auch bis dahin, denke ich mal, vollbracht sein. Das muss ich auch noch machen. Das heißt, sprich, man kann durch das Community Plays Pokémon auch nebenbei leveln durch den Chat. Das heißt, wenn man halt viel da mithantiert etc., levelt man halt nebenbei. Das heißt, man wird halt irgendwann Level 12, 13, 14, 15. Also nebenbei siehst du schon dein, dein Fleiß durch dein Level. Das heißt, man sieht dich nicht nur im YouTube, dass du jetzt deine Eingaben reingetippt hast, sondern auch im Chat selber kannst du dein Level überprüfen, wie lange du Zeit investiert hast. So siehst du auch dein Level natürlich. Ne? Ja, das aber später mehr, Freunde. Das hört sich kompliziert an. Das ist jetzt Jacke wie Hose. Fakt ist, ihr seht hier auf dem Flyer, um was es geht. Und zwar Streamer versus Community. Unten steht Shiny Nuzlocke Challenge. Das betrifft mich. Bei euch Community Plays Pokémon. Außen Chaos, eine Struktur bilden, Freunde. Da bin ich mal gespannt. Das ist unsere Mission bis zur 7. Gen. Wann das gemacht wird und wie oft das in der Woche gemacht wird, das ist noch alles unklar. Erstmal will ich sehen, ob ihr dazu Bock habt. Ich brauche Feedback, Freunde, und zwar viel. Und wenn ich sehe positives Feedback oder etc., ist auch, wenn du keinen Bock hast, schreib auch keinen Bock. Ne? Also ich habe kein Problem mit. Aber wie gesagt, ich brauche Feedback. Und dann schauen wir weiter und dann gibt es auch ein Video 2. Also ich wünsche euch viel Spaß, bereitet euch vor. Das wird auf jeden Fall ein Highlight. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis hierhin, euer Sack HDS. Ciao.